Von Trachtenfiguren bis zu Nazi-Helden, das alles kam zwischen 1935 und 1945 aus der Allacher Porzellanmanufaktur. Sie war ein persönliches Projekt Heinrich Himmlers, betrieben mit Zwangsarbeitern. In Dachau gibt es Händler, die Produkte der Allacher Porzellanmanufaktur für mehrere tausend Euro verkaufen. Vertreter des Runden Tisches gegen Rassismus Dachau kritisieren das. Wir glauben, Bürger und Bürger können das dann an die Gedenkstätte geben und Händlerinnen und Händler sollten damit nicht heute noch Profit machen. Es ist schlicht unerträglich, wenn man mit derart hergestellten Porzellan heute noch große Gewinne erzielt. Das Porzellan wird auch auf Plattformen in den USA vertrieben, hier in Deutschland online. Es wird in Schaufenstern ausgestellt. Letztlich ist es doch vor dem Hintergrund der Geschichte unfassbar. Die Porzellanmanufaktur griff auf Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau als Zwangsarbeiter zurück. Die Manufaktur gehörte zur SS-Wirtschaftsorganisation. Ihre Figuren waren ideologisch aufgeladene Nazi-Geschenke, sagt Albert Knoll von der KZ-Gedenkstätte Dachau. Die KZ-Häftlinge waren ein wichtiger Bestandteil der Porzellanmanufaktur. Ohne die ginge nichts. Es waren ungefähr 2/3 der beschäftigten KZ-Häftlinge, die meistens die schwere Arbeit machen mussten. Die Kohle wurde angeliefert, musste ausgeladen werden und zu den Brennöfen gebracht werden. Aber sie wurden auch zu Modellierarbeiten eingesetzt. Und deswegen hatte man auch Facharbeiter aus anderen Konzentrationslagern nach Dachau gebracht. In der Ausstellung über den Nationalsozialismus im Münchner Stadtmuseum steht Porzellan der Manufaktur. Auch scheinbar harmlose Figuren waren Träger der Nazi-Weltsicht, sagt Antonia Voigt, Leiterin der Sammlung Angewandte Kunst. Die Stücke, die in der Porzellanmanufaktur Allach entstanden sind, sollten zeitnahem Gedankengut künstlerischen Ausdruck geben. Für Himmler hatte die Porzellanmanufaktur Allach in erster Linie zunächst die Funktion der Produktion von Ehrengaben und Geschenken zu dienen. In und um Dachau lagert wohl noch in einigen Kellern SS-Porzellan. Scheinbar makellos, aber aus verbrecherischer Fertigung.